Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir haben heute was ganz Besonderes. Und zwar einen Spirituosenkalender, Adventskalender von Amazon. Ja, und ob der gut ist, was hier drin ist und ob wir den euch empfehlen können, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und ich würde mal sagen, los geht's. Was auf jeden Fall erstmal auffällt, ist dieses schicke Design. Also es ist nicht dieses Weihnachtskitsch, was wir sonst immer so bei Adventskalendern kennen, sondern es macht auch wirklich was her. Also es ist ein Kalender, den man sich auch mal vielleicht auf ein Regal mal auch hinstellen kann. Also nicht nur verstecken muss. Und ich würde mal sagen, wir schlagen oder machen den mal hier so auf und sehen dann, ja. Okay. Also das Ding ist vor allen Dingen sehr, sehr groß. Das fällt mir auf. Das sieht man gleich auch in den Flaschen. Das sind nämlich nicht die klassischen kurzen, sondern das sind ganze 5 cl drin. Das ist schon eine Menge. Und deswegen der Platz, der wird hier auch halbwegs ausgenutzt tatsächlich. Und ja, wie man sehen kann, wirklich ein schönes Design und sehr interessant. Hier hinten sieht man jetzt auch drauf. Zeigen wir mal am besten. Die verschiedenen Marken, die wir jetzt haben. Das sind jetzt wirklich nicht die billigsten Marken. Ich würde jetzt auch nicht sagen, die aller teuersten. Aber wirklich so in der oberen Mittelklasse. Auf jeden Fall. Von den Sachen, die man so im Supermarkt bekommen kann. Der Kalender kostet übrigens um die 80 Euro. Finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis also wirklich durchaus angemessen. Vor allen Dingen Der Menge, ne? Bei der Menge, wirklich. Also was ich besonders geil finde, das ist nämlich wirklich eine sehr schöne Sache. Das Erste, was wir nämlich aufmachen, ist das hier. Wenn man das nämlich hier aufklappt, sieht man nämlich hier direkt hier unten diese Lasche hier. Und die kann man, sollte man auf jeden Fall auch das direkt am Anfang mal aufmachen, weil hier nämlich was wirklich Geiles drin ist. Und zwar ein kleines Kuvert. Das hier ist einmal so ein Buch mit verschiedenen Rezepten drin. Und hier ist dann nochmal so ein Strohhalm drin. Ja, ein schöner Glas. Also absolut nachhaltig, kann man immer ausspülen. Ja, passt. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ansonsten halt hier dieses Buch hier. Ihr findet hier in diesem Buch lauter Informationen zu den Spirituosen, die hier in dieser Kiste vorhanden sind. Genau. Und Cocktailvorschläge. Das heißt, ihr könnt die Sachen auch rausreißen. Also wenn ihr seht, okay, das ist ein Cocktail, der mir gefallen könnte, könnt ihr das auch direkt hier rausreißen. Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht so lange hier reinschauen, denn wir wollen uns natürlich mal jetzt diesen Adventskalender gönnen. Und wir werden tatsächlich mal von jedem Schnäpschen was probieren. Das heißt, es könnte auch sein, dass dieser Kalender ein bisschen Wirkung bei uns zeigt. Schauen wir mal. Hier schon mal die Nummer 1. Übrigens in einer wunderschönen Flasche mit so einem geilen Korken hier oben drauf. Macht was her. Der Ferdinand's Saar 3 Gin. Aber es schmeckt, aber riecht nach einem klassischen Gin, würde ich sagen. Mhm. Oh, der ist aber wirklich lecker. Der ist, also ich bin gar nicht so der absolute Gin-Fan, aber den kann man sich mal, kann man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ja, bei dem Gin wäre zum Beispiel der Servierhinweis, dass man das ganz klassisch mit Tonic auffüllt, eine Zitrone reintut und passt auf jeden Fall sehr gut zusammen, finde ich. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein leckerer Start in den Tag. Da kann man sich auch freuen, gerade beim ersten Adventstag dann. Ne? Da kann man direkt auch dann ein bisschen fröhlicher, ein bisschen frischer dann auch in den Tag starten. Dann suchen wir die Nummer 2 hier. Das ist wirklich ein Klassiker. Johnny Walker, kein Red Label, also nicht der günstige, sondern der Black Label, also der etwas höherpreisigere und auch dementsprechend auch bessere. Aber ist denn trotzdem ein Blended Scotch Whisky? Ne? Also es ist ein Blended Scotch, ja. Aber egal, wir probieren das Ganze jetzt mal. Mhm. Ey, ich find, das ist halt für so einen Blended Whisky, für so einen Whisky, den man jetzt wirklich so im Supermarkt kaufen kann, so standardmäßig, ist ja echt, echt gut. Und eine Besonderheit bei dem, er hat 2020 in den Spirit Challenge einen Gold Award gewonnen. Dann gehen wir weiter. Wir sind bei Nummer 4. Wo haben wir denn die Nummer 4? Und hier das Besondere, das sind jetzt die ersten Flaschen, die hier so separat verpackt sind in einer Schachtel. Und wir haben hier den Kaffeelikör von Burgen. Ich sehe schon 32%, also schon mit guten Umdrehungen. Salted Karamell tatsächlich. Salted Karamell? Ja, das ist geil. Also das ist wirklich, das kann schon was.
Oh, der schmeckt mir sehr gut. Das ist wirklich, das ist wirklich köstlich, ne? Kannst du mal, das ist geil. Kannst du den nochmal nachgießen? Wir kommen zur nächsten Spirituose Numero 8. Achto, genau. Okay, oh, das ist ein Klassiker, oder? Alter, hier ein Elefant mit drauf auf jeden Fall. Das ist Amarula. Was für dich. Hier für Kaffee oder auch für den Kakao oder einfach übers Vanilleeis. Ja, oder allgemein auf, ja, als Topping für euer Eis. Also passt. Ja, auf jeden Fall. Also Multitalent, ne, so in Sachen. Also man kann entweder so trinken oder halt ja, Sachen mit verfeinern. Aber der ist gar nicht so stark, wie ich gedacht habe. Ich dachte, der ist jetzt sehr milchiger. Der schmeckt ein bisschen wie wirklich Milch quasi. Ja, das, aber ist jetzt gut. Ich finde zum Beispiel 43er, finde ich dann noch ein bisschen, gefällt mir ein bisschen mehr, weil da hast du so ein bisschen mehr Wumms. So. Der ist aber sehr seicht, sehr seicht. Numero 10. Oh ja, Alter. Oh, das ist wirklich geil. Alter, das ist auf jeden Fall. Also hier muss man sich mal, das hier, dieses Siegel hier ist so aus so einer Art Gummi und das fühlt sich auch geil an. Sieht auf jeden Fall, also optisch mega geil. Optisch auf jeden Fall eine Augenweide. Auf jeden Fall jetzt Optikpreis gewonnen bisher. Das ist rum. Ja. Pur auf Eis oder als Basis von Drinks wie einen Rum Old Fashioned genießen. Ich muss sagen, also ich bin vielleicht auch nicht so der Rum-Experte, aber für mich schmeckt das so, ja, es ist sehr unspektakulär. Naja. Aber nicht unser Fall jetzt gewesen, würde ich sagen, oder? Aber ist okay. Also ich weiß nicht, wie. Aber Rum-Liebhaber. Genau. Bestimmt. Okay. Jetzt kommen wir zu Nummer 13. Numero 13. Oh! Ja. Strohjägertee. Das ist auf jeden Fall schon großartig. Das ist nicht Jägertee, das ist Jagertee. Ach, Jagertee, okay, alles klar. Kannst nicht lesen, aber Strohjagertee ist ein Konzentrat, dem Sie nur heißes Wasser hinzufügen müssen. Verhältnis ca. 1:4. Und dann trinkt man das oder was? Ah, oh, interessant. Das riecht schon so ein bisschen nach Mandeln oder sowas. Das riecht nach. Oh! Gut. Sehr lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das schmeckt wirklich köstlich. Das schmeckt wie Weihnachten. Ja, das ist wirklich, also ohne Scheiß. Ja. Das jetzt, das also, als Weihnachtsgetränk ist wirklich. Also ich meine, der Geruch, der ist wirklich anders, aber er schmeckt ganz, ganz anders. Er hat so ein sehr, sehr süßlich, ne? Aber das schmeckt nicht so, wie es aussieht. Ja. Also ich hätte jetzt wirklich was ganz, ganz Fieses erwartet, ehrlich gesagt. Und ich finde, das ist echt okay. Wo ist die 16? Da, darfst du aufmachen. Ich habe die Ehre, das aufzumachen. Alter, okay. Wir haben hier einen Grappa. Ganz edler Tropfen wahrscheinlich auch. Bist du Grappa Gold, La Gold. Bist like, du Grappa-Fan? Auch dieser. Diese Spirituose hat den World Spirits Award 2019 gewonnen. Alter! Es ist wie ein Obstmann, aber nicht ganz so ballert. Nicht, also ist nicht ganz so schnapsig. Und die 19! Leute, wir haben noch ein bisschen was vor uns tatsächlich. Ja, obwohl wir neigen uns schon so ein bisschen am Ende, ne? The Duke. Oh. Auch wieder hier ein. Auch wieder eine bayerische Spezialität, Wanderlust Gin. Dann prüfst du hier hin, ne? Zum Wohle, ne? Mhm, okay. Oh. Okay. Also ist nicht meins, aber 47% übrigens hier. 47, ich lüge nicht. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Gin. Also den sollte man auf jeden Fall mixen. Wir nähern uns dem großen Weihnachtswochenende. Ne? Diesmal ist ja Weihnachtswochenende. Ne? Ja, also, richtig geil auf jeden Fall. Genau. Auch Dings, nicht Heiligabend, sondern Neujahr ist ja auch an genau. Dem Wochenende. Ist ja alles super. Also das ist ja gar keine. Ich meine, da freuen sich natürlich die Arbeitgeber, aber
Was ist das denn? Raisins Peanut Butter Rump. Geil, ey. Peanut Butter? Butter? Okay. Das wird okay, ja, da wollen wir uns mal das genauer anschauen. Genau, genau. Er soll nach dunkler Schokolade, Erdnuss und Salzkaramell schmecken. Wir sind sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall. Also das, was das hier bringt am Ende. Oh, der ist aber gut. Alter, ich mag den richtig gerne. Boah, der ist richtig gut. Komm, okay. Du schmeckst auch dieses Sorted Caramel irgendwie mit rein. Hier steht 38%, ne? Und dabei ist er sehr, sehr süß gewesen. Ja, wirklich sehr süß. Also den kann man sich mal gönnen. Doch, also, der ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall wieder so eine krasse Überraschung jetzt gerade. Dieser Peanut Butter Rum. Geil. Es wird hier auf jeden Fall, ihr seht es schon, es wird so ein bisschen enger hier aber auf unseren, ja, im Deal-Doktor-Labor. Ja, aber das sind wirklich, also ich muss wirklich sagen, wenn man sich das mal anschaut, das sind sehr, sehr viele Dinger. Und für 5CL, also du kannst damit auf jeden Fall eine gute Party machen. Also, ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt so ein bisschen in Relation mit dem Preis sieht, also kannst du echt nichts. Also kann man echt nichts sagen. So. Oh, den kenne ich. Das ist der Tanquera. Tanqueray. Royal Destilled Gin. Und hier, okay, wir haben sogar Infos in diesem Ding da. Wir haben zu dem eben genannten Tanqueray Black Currant Royal. Oh, guck mal. Wir haben hier wieder den World Gin Award, Gold Award. Also, aber man muss aber auch sagen, das sind viele Schnäpse, die halt wirklich einen Award gewonnen haben. Ja, aber ja. Ich frage mich da halt, wie kommst du an so einen Award ran? Ein Award. Es ist ein Award. Muss man schon sagen. Ein Award ist ein Award. Kann man nicht sagen, dass es kein Award ist. Alter. Das schmeckt wie hier Vic Warburg mit diesen. ihr hört es schon, wir sind richtige Experten. Vic Warburg, okay? Naja, also schmeckt es ungefähr. Jetzt werden wir erfahren, was sich hinter dem 24. Türchen befindet. Oh. Das ist der L. Burgi Highland Single Malt. Malt Scotch Whisky, also wirklich ein. Emmerfeldy, ja, den kenne ich so tatsächlich. Der Whisky ist ja. Also, ich habe ihn persönlich auch schon getrunken und ist ein geiles Ding. Kostet, glaube ich, auch weit über 30 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Also die 07er Flasche. Deshalb wundert es mich tatsächlich, dass wir hier so einen echt, echt krass hochklassigen Whisky haben. Wir machen das jetzt einfach, um das Ganze mal zu prüfen. Ob es denn wirklich so lecker ist, wie man, wie der Weihnachtsmann es uns mitgeteilt hat. Genau, also der Weihnachtsmann hat uns jetzt diesen köstlichen, hat uns diesen köstlichen Whisky beschert und wir freuen uns und probieren jetzt mal. Doch. Also ich finde den, vielleicht bin ich aber nicht so der Whisky-Experte, aber ich finde, also der könnte ein bisschen checker sein. Das ist ein bisschen lasch irgendwie für einen Whisky, finde ich. Irgendwie. Findest du? Aber 40% aber auch, ne? Ja, aber der ist nicht so rauchig zum Beispiel. Ich mag eher so torfige Whiskys halt irgendwie, ne? Okay. Ey, aber Leute, ihr könnt das selber ausprobieren. Wir haben das Ganze aber unten verlinkt. Ihr merkt, wir haben jetzt schon einiges Intus. Also ich sag erstmal meine Meinung zu diesem. Gerne. Ich finde es wirklich einen coolen Kalender, weil du hast einfach eine tolle Mischung. Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, also man müsste es wirklich aufrechnen. Es ist, glaube ich, wirklich ganz in Ordnung. Überlegt euch, ich finde es ein schönes Geschenk. Wenn ich das Geschenk bekommen würde, ich würde mich freuen auf jeden Fall. Also ich finde es auf jeden Fall einen richtig geilen Adventskalender, der halt wirklich auch mal was hermacht, also den man auch wirklich präsentieren kann, wie ich ja schon eingangs gesagt habe. Die Auswahl an den Spirituosen ist halt wirklich, ich weiß es, ich habe nämlich schon mal einen Spirituosen-Adventskalender geschenkt bekommen. Aha. Und ich weiß, dass die Auswahl dort nicht so krass war wie jetzt hier, weil hier hat man eine ganz andere Markenvielfalt. Also hier ist man wirklich eher im höherpreisigen Segment unterwegs. Und das ist auch mal ganz geil, weil man halt ganz andere Sachen auch mal kennenlernt. Und
Wir beispielsweise haben jetzt festgestellt, dass diese Firma Burgen hier zum Beispiel, die hat uns halt jetzt komplett überzeugt. Genau. Leute, was ist eure Meinung? Ihr habt jetzt quasi unsere Geschmacksreise miterlebt. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr es geil findet oder nicht. Ist vielleicht für uns auch nochmal interessant. Genau, und korrigiert uns natürlich auch gerne, wenn wir hier irgendwelchen Mist verzapft haben, weil wir sind, wie gesagt, keine Schnapsexperten. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr Spaß gehabt habt. Ja. Also, Freunde, wenn ihr übrigens nicht nur an diesem Adventskalender interessiert seid, sondern zum Beispiel auch an einem Lego-Adventskalender, habe ich da zum Beispiel letztes Jahr einen Lego-Adventskalender ausgepackt, auch genau hier in unserem Deal-Doktor-Labor. Also schaut euch das gerne an. Und wir sehen uns. Macht's gut, Freunde. Frohe Weihnachten demnächst und ho, ho, ho. Haut rein.